Hallo Chemiker, wir haben eine englische Woche. Am 6.4. geht's nach Grischow, am 10. kommt Halle und am 13. fahren wir nach Ludwigsfelde. Ein Punkt Rückstand auf Tabellenführer Luckenwalde. Trainer sagt, wir sollen nicht immer da hingucken, sondern nur auf uns selbst, dieses von Spiel zu Spiel denken. Wir haben nachgefragt. Englische Woche ist? Für uns schwer. Aufregend schön, wenig Training. Ist sehr anstrengend und mit viel Aufwand verbunden. Angenehm. Das musst du auch begründen. Naja, weil dann eigentlich auch die Trainingsarbeit relativ kürzer gestaltet wird und man da einfach Bock auf die nächsten Spiele. Du musst nicht so lange warten, besonders nach so einem schlechten Spiel wie jetzt gegen Plauen. Dann wartest du nicht so lange auf das nächste und dann hast du einfach das Bedürfnis, alles wieder gut zu machen, und dazu brauchst du die nächsten Spiele und dann kannst du kaum abwarten, schnell wie möglich die anderen Spiele zu spielen. Und ich hoffe, nächste Woche kann ich mit den Professoren reden und dass ich mal eine Veranstaltung nicht besuchen muss. Er sieht, glaube ich, was ich tagtäglich leiste, und dann gehe ich hin, sagt, wann ich Spiel habe, ob ich mal früher gehen kann ohne Urlaubsantrag, und dann sagt er, ja, ist okay. Ich hatte jetzt 3 Tage Pause. Ali, unser Physiotherapeut, hat mich sehr gut behandelt und es ist besser geworden. Ich habe noch minimale Wehwehchen, aber es sieht gut aus. Gesundheitlich und körperlich ist alles gut. Topfit. Ja. Also was momentan auf uns einprasselt, ist schon krass. Also mit den 2 Kreuzbandrissen, Mittelfußbruch. Der Kai Droschke wird aller Voraussicht nach auch noch ausfallen für das Wochenende. Manuel Weyer ist zurzeit angeschlagen, also gesundheitlich angeschlagen, wird auch höchstwahrscheinlich ausfallen. Florian Schmidt sieht auch nicht so gut aus. Aber aus der Not machen wir eine Tugend und packen die Sache an. Hört sich jetzt sehr schlimm an, aber wir haben ja noch ein paar im Kader. Ja, da müssen wir einfach enger zusammenrücken, und das macht ja uns aus, dass wir dann einfach so als Team, als Gemeinschaft versuchen, das Optimale rauszuholen, und das haben wir uns, so haben wir uns auch eingeschworen in der Woche, zusammenrücken, das andere Spiel vergessen machen, Gas geben und das Beste für den Verein rausholen. Und was kommt am Ende raus? Sind 3 Siege realistisch? Mehr als das. Wir müssen 3-mal gewinnen, ganz einfach. Ja, realistisch ist es schon, aber wir denken natürlich jetzt von Spiel zu Spiel, und jetzt ist erstmal Grischow dran. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, was ich schon in der Vergangenheit gesagt habe. Wenn wir das fertig haben, dann kommt das nächste Spiel. Ich hoffe es, Also ich gehe davon aus, dass die Mannschaft jetzt in Grischow eine Reaktion zeigt auf das vergangene Wochenende. Und zu Hause, da denke ich, da sind wir eine Macht, und da rechne ich auch fest mit 3 Punkten. Und dann sind wir in Ludwigsfelde. Also ich hoffe und denke, dass wir die optimale Punkteausbeute holen. Genau, sauber. Sehr schön. Und vor der Linie. Vor der Linie. Rechtzeitig. Sonst läuft ihr in den Mann rein. Das ist enorm wichtig. Ja, das ist der 12. Mann, und die brauchen wir definitiv. Also an ihnen, an den Fans liegt es wirklich nicht. Also die geben immer richtig Gas, und hat man auch wieder im Plauen gesehen. Und ja, wir müssen auch was zurückgeben, definitiv.